Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Die Welt ist aus den Fugen geraten, der Westen ist verzweifelt. Du nimmst es wahr in den letzten Monaten, aber auch schon Jahren, dass es so aussieht, als sei die Welt aus den Fugen geraten. Es ist unterm Strich alles, was du siehst und wahrnimmst in den letzten Monaten und Jahren nichts anderes als eine Verzweiflung der westlichen Eliten, die unipolare Welt aufrechtzuerhalten. Sie ist allerdings längst vorbei. Ja? Wir werden uns in diesem Video die aktuelle geopolitische Situation genau anschauen und wir starten damit mit einem Ausschnitt, den ich gesehen habe von einem EU-Parlamentarier. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei den Fische machen. Gehen wir rein. Und zwar siehst du hier ein Interview von Alexander von Bismarck und Michael von der Schulenburg. Michael von der Schulenburg sitzt im EU-Parlament für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Ja. Und wir hören uns mal an, wie die aktuelle Lage im EU-Parlament ist bezüglich der geopolitischen Situation in der Ukraine. Ja, der Ukraine-Krieg ist ja im Prinzip schon lange verloren. Allerdings scheint man das im EU-Parlament nicht so einsehen zu wollen. Wir schauen direkt mal rein. Noch ganz anders leben. Ja. Wir können ganz anders leben. Ja. Und wir in der, ich habe noch nie das in der im Parlament gehört irgendwas von BRICS. Dabei ist das so wichtig, ja. So unglaublich wichtig. Sie, also wir machen ja diese Länder herab, das, ja, wir machen diese Länder ja auch immer ständig schlecht und so. Ja. Ja, das ist ja, aber das ist natürlich etwas, ja, das Schlechtmachen von einem Verlierer. Wir sind die Verlierer da. Wir sind die Verlierer. Wir haben uns da falsch dazu aufgestellt. Das wird im Grunde genommen, wir dürfen nicht, wir denken immer, die NATO ist so wichtig für uns, nicht? Ja. Aber wir müssen mal vorstellen, wenn man Inder ist. Indonesier ist oder Kenianer ist oder sowas, ja, oder also, wenn die NATO sehen, was sehen die denn da? Die sehen ein Machtinstrument des weißen Menschen. Ja, der ehemaligen Kolonialmächte, die inzwischen ein bisschen durchgewachsen sind, aber im Allgemeinen, ja, da haben sie mal Obama dabei, aber im Grunde genommen ist das ein Machtinstrument der alten Kolonialmächte. Ja. Und die lehnen das natürlich ab. Klar. Echt? Also, ich dachte, die NATO, die ist dafür da, dich zu beschützen und die Demokratie zu verteidigen. Das wird doch immer erzählt. Ja? Aber der Michael von der Schulenburg, der im EU-Parlament sitzt, spricht ja ein paar Wahrheiten aus, die du wahrscheinlich auch schon kennst, wenn du schon länger auf dem Kanal bist. Schauen wir weiter rein. Und es gibt ein anderes Militärbündnis in der Welt. So ist es. Früher gab es ja den Warschauer Pakt, aber wir sind da alleine. Ja. Und wir denken, dass wir das global einsetzen können, wie auch in der Südchinesischen Meer und so. Und Frau Baerbock verabschiedet sogar noch zwei Panzerschiffe darunter. Als vergiss ganz das, was Wilhelm der Zweite noch vor kurzem gesagt hat. Das war ja für die Chinesen eine kurze Zeit. Das ist eine alte Geschichte. Ja. Also wir machen da einen Fehler nach dem anderen. Das ist eine Welt, die wir nicht mehr beherrschen können. Aber woher kommt das, dass das sitzen ja nicht nur doofe und ungebildete Leute, auch im Europaparlament. Da sitzen doch auch Menschen da, die denken können, die das auch sehen. Äußern die sich nicht? Nein. Also es hat ja diese fürchterliche Resolution gegeben. Am ersten Tag, als ich da war, lag er auf dem Tisch und am nächsten Tag wurde sie schon beschlossen. Also mir du musst nur sagen, was das war. Ich komme nochmal darauf zurück und dann sollen noch vielleicht mal einen Artikel lesen, dass ich schreibe ja dazu immer. Ja. Und da haben eine Zweidrittelmehrheit dafür gestimmt. Unglaublich. Sogar Teile der Linken. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass Menschen man hat dort eine Resolution verabschiedet, 3,5 Seiten. Geht nur über Krieg, nur über Krieg. Also das ist so etwas wie der Ruf nach dem totalen Krieg zu einer Zeit, in der Krieg in der Ukraine im Grunde genommen für uns verloren ist. Nicht? Ja, das hatten wir doch schon mal vor 100 Jahren, den Ruf nach dem totalen Krieg. Wie ist denn das geendet? Ja, also es ist verrückt, was er hier aus dem EU-Parlament berichtet, vor allem, dass die Linken
alle diese Resolution verabschiedet haben, dieser Ruf nach dem totalen Krieg. Also das ist, was man ja, wir kennen das ja aus unserer deutschen Geschichte leider Gott, der Ruf nach dem totalen Krieg. Will ich nicht unbedingt jetzt alles mit der Nazizeit verdrehen, aber es gibt es in anderen Ländern auch. Oh. Man sieht also, wenn jemand verliert, macht er den Ruf nach dem totalen Krieg, um das vielleicht doch irgendwie umzuwenden. Oh. Das ist natürlich... Ja, Zelensky wollte ja seinen Siegesplan vorstellen, ja. Für uns in Europa, die wir die Erfahrung von zwei Weltkriegen haben, sollten wir da irgendwie uns anders benehmen. Wir wissen doch, dass das nicht funktioniert. Ja. Wir sollten uns doch anders benehmen. Also, um ganz zu der Resolution zu kommen, das ist ja ein Wahnsinn, nicht? Es wird einfach gesagt, wir müssen so lange durchhalten, bis wir Russland besiegen. Besiegen. Also nicht, ja total besiegen. Also ja. Und wir sollten aufgefordert, dass alle Staaten insgesamt also 227 Milliarden Euro an Militärhilfen, nicht zu anderen Sachen, Militärhilfen an die Ukraine jedes Jahr geben. Das wird also ungefähr so viel sein, wie wir den letzten zwei Jahren gemacht haben. Der Ukraine ja fast gar keine Soldaten mehr hat dafür. Und das wird alles nicht. Ja, dafür zahlt doch der europäische Steuerzahler gerne. Das ist doch das beste Investment, was man tätigen kann. Ja? Und wer profitiert davon? Die Rüstungskonzerne mal wieder und deren Shareholder. Passieren, nicht? Und dann natürlich die Freigabe der westlichen Waffen, um den Krieg auf russisches Territorium zu bringen. Das sagt ein EU-Parlament. Ein EU. Ja, das ist eine super Idee. Parlament. Es ist von einer Unglaublichkeit und das natürlich ein spezieller Gerichtshof sein, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen werden muss. Also all diese Sachen. Also man tut so, als ob nichts passiert ist. Das ist ja. Ich könnte noch verstehen, dass man das macht, vielleicht zwei Wochen nachdem der Krieg begonnen hat. Aber es ist nach zweieinhalb Jahren Hunderttausende von Toten. Naja, ist ja nicht so schlimm, diese Hunderttausende von Toten. Ne? Also und nochmal kommen Hunderttausende von Schwerverletzten und Behinderten jetzt. Ne? Aber die EU möchte ja hier für die Werte, die westlichen Werte einstehen. Ne? Und so viel Zerstörung. Und ein Land wie die Ukraine, die sich ja entvölkert, heute ist ja höchstens noch die Hälfte der Bevölkerung, zum Zeit der Unabhängigkeit nur noch die Hälfte, die da in der Ukraine lebt. Also wir zerstören ein Land, das gar nicht mehr lebensfähig sein wird. Ja. Und werfen da noch das Futter rein und sagt, jetzt kämpft mal weiter. Und keiner von diesen Abgeordneten. Und man kann doch der Ukraine eigentlich aus meiner Sicht nur helfen, indem man so schnell wie möglich sowas beendet. Natürlich. Sonst gehen die Russen immer weiter, sie erobern immer mehr. Und es leben im Grunde genommen, es werden ja jeden Tag junge Menschen als Kanonenfutter benutzt für eine Idee, die im Europaparlament vorherrscht, dass man die Russen besiegen kann. Alle haben das doch mitgekriegt in Europa, dass man Russland gar nicht besiegen kann. Ja, das ist der Volksfeier in den Straßburg, das erinnert mich immer so an den Turm von vom Babel, so ein bisschen. Das Gebäude sieht auch ein bisschen so aus. Ja. Das ist eine völlige Realitätsfremdheit. Ja. Das Gefährliche von Realität. Eine eigene Blase. Ja, das ist eine Blase. Und wenn man diese einzelnen Ziele so aufsieht, dann ist die Europäische Union überhaupt nicht in der Lage, auch nur eins davon zu erreichen. Mhm. Wir sind gar nicht. Aber ist ja egal, ne? Also wir verabschieden das trotzdem, ja? Also völlig verrückt, was da abgeht. In der Lage, also wenn wir es wollten, sind wir gar nicht in der Lage, nicht? Ich meine, in dem Moment, wo wir das abstimmen, sagen Deutschland, wir geben nächstes Jahr nur noch die Hälfte, nicht? Ich meine, es ist eigentlich, was an so einer Verlust an Realitäts ist natürlich die Gefahr, der Provokation. Mhm. Nicht? Man verliert den Sinn für die Realität und fängt an zu provozieren, weil man es nicht mehr anders kann. Mhm. Und das ist natürlich das Gefährliche dabei. Das heißt ja letztendlich, dass man selber gar nicht mehr in der Lage ist, selbstständig zu handeln, wenn man sich so diese Provokation ausgibt, dass man schon erkennt, wir sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, so zu handeln. Und siehst du denn da eine Möglichkeit im Parlament, dass man... Überhaupt nicht. Das Parlament, meiner Ansicht nach, hat sich selbst irrelevant gemacht damit. Das ist doch mal krass, ja. Und der sitzt im EU-Parlament, ja. Gehört zum Bündnis Sahra Wagenknecht, ja. Und kommt hier gar nicht klar.
dass selbst die Linken im EU-Parlament hier die ganze Zeit für Krieg Resolutionen verabschieden und das Geld der europäischen Steuerzahler zur Rüstungsindustrie schicken, damit dieses Ding, was schon lange verloren ist in der Ukraine, noch weiter am Leben gehalten wird. Und am Ende geht es natürlich wie immer um Ressourcen und Macht. Man will die Ressourcen in der Ostukraine erobern. Da hatte man ja schon Kredite verabschiedet und Kredite, die die Ukraine inzwischen nicht mehr zurückzahlen kann. Die Ukraine ist seit dem 1. August pleite. Zelensky hat da ein Dekret unterschrieben, dass Kredite aktuell nicht mehr zurückgezahlt werden. Ja? Und das bedeutet nichts anderes. Kredite wurden ja vergeben mit entsprechenden Bedingungen, dass man danach sich entsprechend das Tafelsilber von der Ukraine unter den Nagel reißen kann. Ja? Das ist der Wertewesten, der quasi jetzt dann am Ende, wenn die Ukraine entsprechend, wenn der Krieg verloren ist, auch noch die Ukraine plündert und sich quasi die Ressourcen zurückholt, zumindest aus der Westukraine dann, was noch übrig bleibt, um quasi das, was er an Krediten hingegeben hat, zu kompensieren. Ja, das ist das, wie der Westen vorgeht. Und eigentlich wollte man sich ursprünglich die Ressourcen in der Ostukraine unter den Nagel reißen, dass ja Billionen in den Billionenbereich geht. Ja. Der Osten ist sehr, sehr reichhaltig an natürlichen Ressourcen. Und dann wollte man natürlich vor allem die Ressourcen in Russland plündern und Russland zerschlagen. Das war ja der eigentliche Plan. Aber das geht nicht mehr auf. Und dementsprechend muss man im Zweifel dann eben die Westukraine plündern. Also der Rest, was noch übergeblieben ist dann. Irrelevant gemacht. Das kann man einfach nicht bestimmen. Also man kann einem nicht zwei Drittel Mehrheit sagen, wir gewinnen den Krieg. Also ja. Das ist so. Das EU-Parlament sagt mit zwei Drittel Mehrheit, wir gewinnen den Krieg gegen die Ukraine. Also das ist bestimmt im Sinne, also den Krieg gegen Russland, sorry. Das ist bestimmt im Sinne der EU-Bürger, das ist ja ganz klar. Ne? Also so viel zu Demokratie im Wertewesten. Da ist so viel Krieg erlebt. Ich meine, sind die Iraner, Iraker vernünftiger als wir? Ja. Wir denken immer, wir sind so kluge Leute. Ja. Wir sind wir nicht. Ja. Also wenn man sowas macht, ist man es einfach nicht. Nicht? Ja. Und es kommt ja noch was anderes hinzu. Das isoliert uns ja. Ja. Nicht? Wir haben jetzt also gesagt, es gibt ja in der 3,5 Seiten kommt das Wort Diplomatie, Verhandlungen, Gespräche nicht ein einziges Mal vor. Ja, das ist nur für Loser, für so Friedensschwurbler und so, ne? Also siehst du mal, wie diese westliche Finanzelite denkt, die natürlich das EU-Parlament kontrolliert. Also ich habe ja gerade gesagt, im Iran-Irak-Krieg, der sehr verbittert war, ja, gab es immer eine Linie offen. Mhm. Immer. Mhm. Aber wir Europäer meinen, wir brauchen das nicht. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist eine, also für jemand, der so viel Krieg und so erlebt hat und Verhandlungen erlebt hat, da denke ich, dass ich hier in einem europäischen Parlament plötzlich sitze und am zweiten Tag etwas bestimmt wird, das meiner Ansicht so confused ist für das, was in der Welt passiert, kann ich, das ist mir unbegreiflich. Es ist mir unbegreiflich, wie wir uns in dieser, siehst du mal, wir haben uns jetzt, wir werden nicht verhandeln. Wir wollen nicht verhandeln. Wir haben die, in drinnen sind diese Prinzipien, im Grunde das sind die Prinzipien von Zelensky, diese 10 Prinzipien. Ne? Und wir wollen nicht verhandeln. Aber wir wissen, dass die Amerikaner sich aus dem Ukraine-Krieg jetzt zurückgezogen haben. Und das wird, wer auch immer die Wahlen gewinnt, wird sich nicht grundsätzlich ändern. Die höchsten die Geschwindigkeiten, die das Abstand. Ja. Hatte ich ja auch schon berichtet, dass die Amerikaner die Ukraine fallen gelassen haben. Ja. Aber generell an solchen Situationen im EU-Parlament und solchen Resolutionen muss man sich nur die Frage stellen, wer profitiert davon? Ja? Die Amerikaner haben gar kein Geld. Der Zelensky ist gerade aus Amerika zurückgekommen, ohne neue Waffengeschichte, ohne Versprechen, dass er in die NATO kommt und so weiter. Nicht? Und natürlich auch ohne die Versprechung, dass er die amerikanischen Waffen auf Moskau schießen kann. Ja. Nicht? Also jetzt sind die Amerikaner heute vernünftiger, sogar unter einem Biden, was mir schwer fällt. Ja, ich weiß nicht, das muss ja jemand anders sein. Das kann er ja selber gar nicht mehr entscheiden. Ja. Nehme ich mal an, da ist er gar nicht mehr in der Lage.
und vernünftiger als wir. Das heißt also, wir haben... Es sind die Briten und die Europäische Union, die diesen Krieg unbedingt weiterführen wollen zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt diese Angst, dass Trump da in die Macht kommt, dass das gegen uns Europa, dass wir uns selber machen. Jetzt benehmen wir uns... Wie kleine Kinder. Wie kleine, naja, wie Kinder, die gar nicht merken, dass sie eigentlich keine Computerspiele machen, sondern ihre Entscheidung Leuten das Leben kosten wird. Das ist eine Unverantwortlichkeit. Und das wird von Parlamentariern gemacht. Keiner von denen hat ein Kind da im Krieg, Tochter im Sohn. Ja. Ja? Keiner wird das Haus zerbombt oder er muss das Land verlassen. Ja. Ja? Keiner führt die ökonomischen Hardship von diesen Geschichten. Mhm. Also in der UNO, in der EU wird man ja unglaublich überbezahlt, meiner Ansicht nach. Und also die finden das alles gar nicht. Und dann entscheiden sie sowas da für andere Leute, die da dafür ihr Blut lassen. Das ist es ja. Das andere Leute lassen für unsere Politik das Blut. Und das wäre schon die erste Regel, die aus meiner Sicht eingeführt werden muss. Jeder, der Krieg fordert, ja, insbesondere jeder Politiker, der Krieg fordert, muss zuerst selber ganz vor an die Front gehen. Ja? Und zack, hast du nämlich keine Kriegsforderung mehr. Ja? Wenn im Prinzip jeder, der eine Kriegsforderung äußert, sofort zuerst an die vorderste Front gehen muss, da ist dann Ruhe. Da wollen dann, wenn du so eine Regel einführst, wollen dann auf einmal alle Frieden. Das kann ich dir sagen, ja. Weil wenn sie selber an die Front müssen oder ihre Kinder selber an die Front müssen, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Ne? Also das wäre die erste Regel, die eingeführt werden muss in allen westlichen Parlamenten. Derjenige, der Krieg fordert, muss zuerst an die Frontlinie, als erster ganz vor an die Frontlinie. Und ich glaube, heute wird doch auch man hört ja auch von den Ukrainern immer mehr und mehr, dass sie betrogen worden sind, nicht? Sie sind betrogen worden. Die Menschen sind von uns betrogen worden. Ja. Und dafür zahlen da hunderttausende Menschen das Leben. Das ist ein betrogenes Land, die Ukraine. Ja. Ja. Und ich habe nicht alles gerne, was da drin ist und so weiter. Wir haben ja doch sehr komische Milizien und so. Aber zumindest haben wir die scharf gemacht, haben sie unterstützt, haben ihnen gesagt, sie können das alle gewinnen. Ja. Und jetzt leiden sie alle und es gibt da wohl schon kaum noch eine Familie, die nicht irgendjemand verloren hat. Oder wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Leute, die sterben, es ist ja auch die Leute, die als Krüppel zurückkommen, auch psychische Krüppel. Ja. Ja. Also ich habe das ja im Kriege gesehen. Also solche Kriege, die so in den Schützengräben sind, über Jahre sind, die wegkommen, sind ja nicht mehr normal, wenn die zurückkommen. Die können gar nicht mehr funktionieren. Und nicht, das kann man auch nicht mit einem psychologischen Gespräch mehr wegmachen. Nicht? Das sind psychologische Krüppel. Nicht? Das ist eine unglaubliche Verantwortung, die wir da übernehmen. Mit einer Leichtigkeit in 2 Tagen haben wir da was entschieden. Kannst du dir das erklären? Ja, also da sieht man im Prinzip das EU-Parlament, ja, was letztendlich, wie es da vorgeht, vor allem wenn Michael von der Schulenburg da eben berichtet, wie es da vorgeht. Und im Prinzip, er sagt, er hat jegliche Hoffnung an das EU-Parlament verloren. Ja. Das ist schon sehr, sehr interessant und sowas zeigen natürlich die Mainstream-Medien nicht. Ja. Und jetzt gehen wir mal nach Deutschland. Da passiert im Prinzip genau das Gleiche. Diese Woche hat Friedrich Merz eine Rede im Bundestag gehalten. Und da hören wir doch direkt mal rein. Deswegen möchte ich Ihnen sagen, Herr Bundeskanzler, bei aller Zustimmung zu dem, was Sie hier zur Ukraine erneut gesagt haben, ich finde, es ist höchste Zeit. Ich finde, es ist höchste Zeit. Übrigens, bei diesem Ausschnitt von immer wenn du Politiker siehst, so wie jetzt den Friedrich Merz, empfehle ich immer auch auf Mimik und Gestik zu achten. Ja, nur mal mein Tipp. Dass wir noch einmal ganz kritisch überprüfen, ob es uns eigentlich wirklich gelungen ist, Putin in den letzten 2,5 Jahren die Grenzen aufzuzeigen. Ja, also der Friedrich Merz weiß ja, dass er hier Bullshit erzählt. Ja. Er muss aber so tun, als ist das
seine Überzeugung. Er spielt natürlich eine Rolle. Und wenn du genau hinschaust oder generell dir sowas ab und zu unter dem Gesichtspunkt der Mimik- und Gestikbeobachtung anschaust, dann wird das auch relativ klar. Es ist uns erkennbar nicht gelungen. Und es wird für die Ukraine von Woche zu Woche schwieriger. Ich möchte Ihnen hier den Vorschlag machen, jetzt sehr klar und sehr deutlich an die Adresse von Putin, und ich bitte Sie, das morgen im Europäischen Rat genauso auch vorzutragen, zu sagen, dass wir nicht länger akzeptieren, dass er zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Kindergärten, alle zivile Infrastruktur dieses Landes wahllos bombardiert. Und wenn er das fortsetzt, in grob... Also, was er da meint, ist im Prinzip, das ist genau das, was der Westen über seinen Proxy Israel im Nahen Osten macht, ne? Nämlich ein Völkermord. Aber sei mal dahingestellt, gehen wir weiter, hören uns das weiter an, was ziemlich schwer ist, sich anzuhören im deutschen Parlament. Außer Übereinstimmung in Europa entschieden wird, dass die Reichweitenbegrenzung für die Waffen, die die Ukraine hat, jetzt aufgehoben wird. Also er fordert Langstreckenraketen für die Ukraine, damit Russland tief im Hinterland angegriffen werden kann. Herr Bundeskanzler, Sie sind auch persönlich mit dafür verantwortlich. Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass Putin... Sarah Wagenknecht, der ich tatsächlich abkaufe, dass sie Frieden will. Ja, in der Ukraine als auch im Nahen Osten, muss ehrlich sagen. Bin kein Fan vom Bündnis Sarah Wagenknecht, um es mal so zu sagen. Ja, und habe in vielen Bereichen auch komplett eine andere Meinung. Aber ihr, sie ist wahrscheinlich die Einzige, die es hier ernst meint mit Frieden. Und man sieht es hier, sie kann es kaum glauben, was sie da hört, diese Kriegstreiberei vom Friedrich Merz. Dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, dieses Regime nutzt. Die ganzen CDU-Abgeordneten oder von den Altparteien insgesamt klatschen noch alle zu dieser Geisteskrankheit. Ja, also die größte Atommacht der Welt. Ja, Russland hat die meisten Atomsprengköpfe der Welt. Ja, mit Langstreckenraketen anzugreifen, deutschen Langstreckenraketen, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die deutsche Wehrmacht, hat 27 Millionen Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg umgebracht. Ja? Und damit hat Russland mit Abstand die meisten Verluste aus dem Zweiten Weltkrieg genommen. Darüber spricht man aber nicht gerne. Man spricht eher über die andere Gruppe, die zu Schaden gekommen ist. Ja? Was generell auch mal zu hinterfragen ist, warum hier die russischen Verluste von 27 Millionen, was mit Abstand die meisten waren, dass darüber nicht gesprochen wird. Und mit dieser Historie, mit der deutschen Historie im Hinterkopf, weiß Friedrich Merz natürlich klar, was er hier macht. Dafür wird er ja fürstlich bezahlt. Ja? Er bekommt ja für solche Reden und für diese Kriegstreiberei fette Seitenzahlungen. Da wird natürlich nicht drüber berichtet. Genauso wie die ganzen Abgeordneten, die hier klatschen, ja? Die bekommen ihre Seitenzahlungen für das kräftige Mitarbeiten für diese Kriegstreiberei. Um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren. Und wissen Sie, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Drohungen mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen im ganzen Westen auch bei Ihnen doch erhebliche Wirkung erzielen. Ich fühle mich in den letzten Wochen immer mehr und immer häufiger an ein Wort eines früheren alten französischen Philosophen erinnert, Michel de Montaigne, der einmal gesagt hat, Angst ist die Mutter aller Grausamkeiten. Ja, und Sie schön. Herr Bundeskanzler, es wird auch Zeit, dass wir unsere Angst überwinden vor Putin, um die Grausamkeiten in der Ukraine jetzt wirklich gemeinsam zu beenden.
Und das macht man natürlich mit Langstreckenraketen gegen Russland, gegen die größte Atommacht der Welt, mit dem Hintergrundwissen der deutschen Geschichte. Absolut abgefahren, ja. Wenn wir es nicht schaffen, das zu tun. Ja, ich sehe hier Kopfschütteln bei den Sozialdemokraten. Ich sage Ihnen nur, wenn wir es jetzt nicht schaffen, das zu tun, dann werden wir in einigen Jahren hier stehen und uns wieder den Vorwurf machen lassen, dass wir eine Lage falsch eingeschätzt haben. Wir haben sie 2014 falsch eingeschätzt. Wir dürfen sie 2024 nicht noch einmal falsch einschätzen. Wenn wir das tun, machen wir uns gemeinsam. Der Jensi Spahn, ja, bekommt auch eine fette Seitenzahlung, da klatscht er natürlich gerne für. Machen wir uns gemeinsam vor der Geschichte unglaubwürdig und wir werden einen hohen Preis dafür bezahlen, wenn wir jetzt nicht in aller Klarheit und mit großem Nachdruck dafür sorgen, dass dieser Krieg in der Ukraine beendet wird. Und das geht nicht mit Angst, sondern das geht nur mit Entschlossenheit und mit gemeinsamem Vorgehen der Europäischen Union und der NATO-Partner im mit der Europäischen Union und der NATO-Partner. Also, man sieht hier, wie das alles ineinander greift. EU, NATO, Deutscher Bundestag und so weiter und so fort. Im normativen Westen, nicht im geografischen, sondern im normativen Westen der Region der Welt, in der wir das große Glück haben, in Frieden und in Freiheit zu leben. Herzlichen Dank, meine Kolleginnen. Was für ein geisteskranker Typ, ja, tut mir leid, aber an der Stelle fallen mir keine anderen Worte ein, ja, also wie krass ist, also ich weiß nicht, wie viel Geld der für sowas erhält, ja, aber für alles Geld der Welt, ja, setzt er hier 80 Millionen Bürger in Deutschland aufs Spiel, ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, und ja, drängt hier zu Langstreckenraketen gegen Russland. Ja, wie krass ist das denn? Ja, und ich finde das dann immer interessant, dass es immer noch Leute gibt, die jetzt nach den Landtagswahlen Neuwahlen für den Bundestag fordern. Ja, da denke ich mir, denk doch mal ein bisschen nach, wenn es jetzt Neuwahlen für den Bundestag gibt. Ist seine Partei die stärkste Kraft und sucht sich dann einen Koalitionspartner aus, SPD oder Grüne oder wen auch immer, ja, und zieht das, was er hier sagt, durch. Ja. Also, denke ich mir, was nützen da Neuwahlen? Ja? Also völlig abgefahren. Leute, die Neuwahlen fordern, in so einer Situation. Also denk mal ein bisschen nach an der Stelle. Wie auch immer, man sieht es hier, ja, man sieht aber unterm Strich natürlich, wie verzweifelt der Westen ist, ja, weil er ist auf der Verliererstraße, der Ukraine-Krieg ist schon längst verloren und deswegen, das sind aus meiner Sicht Verzweiflungsaktionen, natürlich in Kombination auch mit der EU und der NATO, ja, weil man merkt, der ganze Plan geht wohl nicht auf, ja. Gehen wir kurz zum Schluss noch zum zweiten Brandherd im Nahen Osten, wo ja der Völkermord durchgeführt wird. Jetzt gegen die Palästinenser natürlich im Gazastreifen, aber inzwischen auch im Libanon gegen die libanesische Bevölkerung. Und hier feiern jetzt die Medien, dass ja dass quasi der Anführer der Hamas jetzt umgelegt wurde, so wie der vorige Anführer umgelegt wurde, ja, und das feiern die Medien sensationell und so weiter und so gut. Jetzt kann dieser Krieg Richtung Erfolg geführt werden und so weiter und so fort. Ne? Da denke ich mir, wenn du einen Kopf absägst, kommen 10 neue nach. Löschst du einen Anführer aus, kommen 10 neue nach. Also herzlichen Glückwunsch. Das funktioniert ja im Nahen Osten über die letzten 100 Jahre sensationell, eure Strategie. Ja. Also unterm Strich ist natürlich klar, was hier gemacht wird. Der Westen führt hier wieder diesen Krieg über seinen Proxy Israel gegen die Bevölkerung im Nahen Osten. Ja. Und hier ist jetzt allerdings am Schluss von einem Artikel in der Bild-Zeitung noch ein weiterer Punkt. Und zwar aus meiner Sicht ist es auch so, dass Israel langfristig wirklich zu Existenzfragen kommt, wenn es so weitermacht. Ja?
Weil es ist relativ klar, ja, dass das, was Israel gerade macht, diesen Völkermord, dass das früher oder später zurückschwingt. Ne? Das ist relativ klar. Und hier ist jetzt im Artikel Norbert Röttgen, der ringt nach Worten, als ihn Markus Lanz in der Sendung diese Woche fragt, was passieren würde, wenn Israel fällt. Dann entstehe sofort ein riesiges tödliches Chaos. Ja? Nämlich dann hat der Westen seine billige Tankstelle im Nahen Osten verloren und dann ist auch die unipolare Welt zu Ende. Ne? Und da sagt hier der Röttgen, so ein Gedanken, da will ich nicht mal drauf klarkommen. Und dann sagt die Bild-Zeitung noch, nicht nur im Nahen Osten, wo etwa Saudi-Arabien akut bedroht werde, sondern auch in Europa wäre dann ein riesiges, tödliches Chaos. Die Achse Iran, Russland, China hätte gewonnen. Genau, nämlich die unipolare Welt wäre zu Ende. Ja? Und mit schweren Folgen für die ganze Welt. Genau, nämlich, dass die Südhalbkugel sich nicht mehr vom Wertewesten unterdrücken lassen und ausbeuten lassen muss. Ja? Paul Ronsheimer, der größte Kriegstreiber aller Medien, aller Journalisten, hat das letzte Wort und klingt hoffnungsvoller. Mit dem heutigen Tag hat sich alles verändert. Genau, mit Sicherheit. Ja. Das höre ich von meinen israelischen Quellen. Genau, dass plötzlich auch über den Gegenschlag auf den Iran neu diskutiert wird und über mögliche politische Lösungen in Gaza. Ja. Ist klar, eure Lösungen aus Gaza kennen wir. Vielleicht ist dieser Tag ein Wendepunkt, also dieser Tag, wo quasi der Anführer der Hamas umgelegt wurde. Ja? Da kommt natürlich dann kein neuer Anführer nach, ist relativ klar. Ja? Unterm Strich, was ist das, was Israel im Nahen Osten, insbesondere der Westen im Nahen Osten macht? Man möchte eben die Ressourcen plündern im Nahen Osten. Und wenn die sich dann wehren, ja, die bösen Muslime, ja, dann sind das alles Terroristen, ja, diese bösen Palästinenser und so weiter. Ne? Wieso wehren die sich überhaupt? Die können doch die Plünderung einfach so hinnehmen, ihres Landes, ihrer Ressourcen, ihrer Rohstoffe. Kann man doch alles in den Westen plündern und die sollen doch einfach zuschauen und nichts machen, sich plündern und unterdrücken und ausbeuten lassen. Das ist doch hier... Wie kommen die überhaupt auf die Idee, sich zu wehren? Ja? Also diese ganze Heuchelei fliegt auf inzwischen, ja? Nicht nur über X, sondern auch über auch andere Social-Media-Plattformen. Und dementsprechend aus meiner Sicht ist hier der Westen unterm Strich verzweifelt, ja? Weil diese unipolare Welt im Prinzip zu Ende ist. Und hier sehen wir jetzt, dass nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Libanon es inzwischen so aussieht. Ich glaube, ich brauche es nicht weiter laufen lassen. Es ist hier relativ klar. Ja, das ist der Wertewesten. Und dank Social Media fällt das Ganze auf. Und es sind Verzweiflungstaten, Verzweiflungsreden von einem Friedrich Merz, von der EU und so weiter und so fort. Und der Wertewesten, die Maske fällt. Jeder sieht es. 8 Milliarden Menschen sehen es inzwischen über Social Media. Und dementsprechend aus meiner Sicht wird diese unipolare Welt auch so nicht mehr wiederkommen, ist relativ klar. Sie ist zu Ende und das ist unterm Strich gut so, weil dann hört endlich diese unsägliche Ausbeutung, diese Massenmorde, diese Völkermorde, die der Westen im Prinzip seit 500 Jahren begeht. Dieser Kolonialismus hat dann zum ersten Mal ein Ende. Dieser Kolonialismus, der seit 500 Jahren vom Westen betrieben wird und wenn es zu Ende ist, dann ist es gut so. Das war's von meiner Seite aus. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren, mir mal deine Meinung dazu sagen. Ich bin gespannt. Wenn dir außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir trotz allem nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.